Ein Notfall erreicht die Rastatter Klinik. Die Patientin wird sofort in den Schockraum gebracht. Bei einem Unfall hat sich das Auto der jungen Frau zweimal überschlagen. Nun besteht Verdacht auf schwere Schädel- und Wirbelsäulenverletzungen. Sofort kümmert sich ein ganzes Team von Ärzten und Pflegern um die Patientin. Zeitgleich an der Anmeldung. Hier warten auch schon einige Patienten auf ihre Behandlung. Ich war mit meinem Freund ein bisschen Fußball spielen, da bin ich gestolpert und mit der Hand irgendwie komisch aufgekommen. Und jetzt tut's weh, oder? Ja, es tut halt sehr weh und ich kann mich nicht abstützen. Wir sind direkt hierher gefahren, weil um die Uhrzeit ist kein Arzt mehr da. Die Notaufnahmen sind für immer mehr Menschen die erste Adresse, wenn die Arztpraxen geschlossen haben. Der kleine Dean ist völlig außer sich. Er hat sich an einem Brötchen verschluckt. Ich habe Bauchweh und mein Bauch drückt und mir ist schlecht. Okay. Und ich zitter. Nach der Untersuchung bekommt der Junge ein Beruhigungsmittel und wird dann entlassen. Panikattacken wie diese sind Alltag in Rastatt. Hier müssen sich Ärzte und Pfleger täglich um viele Fälle kümmern, die keine echten oder lebensbedrohlichen Notfälle sind. Und immer öfter reagieren Patienten ungeduldig oder aggressiv. Es sind zum Glück mehr kleinere Aggressionen, die wir tagtäglich erleben. Also mal unfreundliche Worte, eine Nicht-Toleranz auf Wartezeit, richtig aggressive Patienten, die uns angreifen, körperlich angreifen, vielleicht sogar hier ein Messer ziehen. Das ist Gott sei Dank noch die Ausnahme. Das haben wir vielleicht ein, zweimal im Monat, aber nicht jeden Tag. Doch genau das mussten einige Pflegekräfte schon erleben. Vor gut einem Jahr traf es Janis Fritz. Der 24-Jährige ist operationstechnischer Assistent. Als er nachts alleine Dienst hatte, geriet er in eine brenzlige Situation. Ich war im Bereitschaftsdienst, habe dann einen Hilferuf wahrgenommen. Und dann kam wie aus dem Nichts eine Gestalt und hat mich angeschrien. Hier hat niemand um Hilfe gerufen. Und in diesem Zug hat er dann hinter seinem Rücken ein Messer gezogen und ist dann mit erhobenem Arm auf mich zugerannt, schon fast. Und dann habe ich mich aus Reflex umgedreht, bin in mein Zimmer gerannt und habe mich dort dann verbarrikadiert. Auch Oksana Reichert war schon einmal einer Attacke ausgesetzt. Dabei hatte die Röntgenassistentin noch Glück. Und ganz ruhig liegen bleiben, das ist jetzt ganz wichtig, ja? Ich hatte zum Beispiel im Dienst erlebt, dass ein betrunkener Patient, der wollte auf mich losgehen. Ich hatte gerade noch geschafft, die Tür zuzumachen und Außenwege genommen, um mir Hilfe zu holen. Das Hauptproblem ist, was Aggressivität und Gewalt angeht, das ist zum größten Teil, betrifft das immer Patienten, die entweder mit Alkohol oder mit Drogenkonsum eben zu uns kommen. Um für solche Situationen besser gewappnet zu sein, gibt es in Rastatt inzwischen eine Deeskalationsmanagerin. Inge Meier zeigt den Pflegekräften, wie sie sich bei Angriffen schützen können. Okay. Und wenn er dich mit einer Hand festhebt, wollen wir jetzt auch mal üben, ne? So eine Hand. Und da würdest du auch wieder so beruhigend einwirken und dann einfach deine Hand rausdrehen. Dabei geht es auch um die richtige Kommunikation mit den Patienten. Wenn die Schwester dann eine Technik beherrscht, die sie in einer Stresssituation anwenden kann, so nach dem Motto, Herr Müller, ja, ich kann erkennen, ja, Sie warten, aber es dauert noch einen kleinen Moment, dann kommt der Arzt zu Ihnen und dann ist einfach die Situation eine bessere. Janis Fritz hat sein traumatisches Erlebnis von damals inzwischen verarbeitet. Seine Arbeit macht ihm wieder Freude. Ganz vergessen wird er den Gewaltübergriff aber wohl nie.